In unseren letzten Videos haben wir dieses unterirdische Haus hier gebaut und auch schon ein bisschen eingerichtet. Wir haben jetzt einen Pool, einen richtigen Holzofen und ein Klavier hier drin. Das Allerschwierigste wird jetzt hier die Höhle irgendwie dicht zu kriegen, also wasserdicht. Wir haben ja die Teichfolie, die machen wir jetzt da überall wieder drum und sägen deswegen jetzt oben die Ränder ab, damit die da nicht irgendwie kaputt geht. Leute, ich habe jetzt eine Minute gehobelt und bin schon so voller Dreck. Aber ich finde, das macht schon einen krassen Unterschied. Wir hatten hier ja diese alten Balken und wenn man die mal abhobelt, sieht schon tausendmal schöner aus, finde ich. Also, weiter geht's. Viele von euch haben ja auch geschrieben, dass in die Hobbithöhle unbedingt eine Uhr muss, falls wir hier mal länger einziehen. Da haben wir jetzt diese schöne alte Uhr hier. Die ist ganz praktisch, weil die geht eben auch ohne Strom und da unten wird es mit Strom wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Die Couch haben wir geschenkt bekommen, die sah ein bisschen abgeranzt aus oder sieht noch ein bisschen abgeranzt aus und die probieren wir jetzt mit der Politur hier auf Vordermann zu bringen, dass sie richtig schön in die Höhle passt. Der Ofen hier sieht ja auch nicht mehr so ganz gut aus. Da haben wir jetzt extra Ofenlack, der 600 Grad aushält, damit macht man den jetzt auch nochmal schön. Wir haben hier jetzt ganz viele alte Backsteine von der Baustelle geholt. Wir versuchen die jetzt mal sauber zu kriegen und mörteln damit nachher den Ofen ein. Ich glaube, sieht dann ganz cool aus. Im Ofen, das sieht so gut aus wie den Backstein. Deswegen haben wir gedacht, dass wir hier auch wie ein Gewölbe reinbauen und dazu alle Steine so ganz leicht anschrägen und die dann hier festmörteln. Bisher müssen wir die Steine ja noch halten. Aber theoretisch sollte sich unser Gewölbe dann selber stabilisieren, wenn wir dann alle Steine drin haben. Hier unten kommt jetzt wieder das unser cooles Schild hier rein, das wir vorher im Baumhaus hatten. Nochmal ganz vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen auf Patreon. Oder wir haben jetzt auch den neuen Mitglied-Button unten aktiviert. Das heißt, ihr könnt uns auch bei YouTube unterstützen. Da gibt es auch ein paar Vorteile, könnt ihr euch mal angucken. Ja, das machen wir jetzt hier noch an die Wand. Wenn ihr Unterstützer von unserem Kanal werdet, kommt ihr auf jeden Fall hier auch auf das Brett. Das hilft uns echt mega, weil die Projekte insgesamt schon ganz schön teuer sind. Wenn die Höhle fertig ist, verlosen wir vielleicht auch mal eine Nacht hier drin. Das hatten wir bei Baumhaus schon gemacht. Das war echt ein mega cooler Abend. Die Dachbalken hier sind echt ganz schön stabil. Von dem, was wir ausgerechnet haben, sollten die, wenn die quer liegen, so ungefähr im Durchschnitt 2 bis 3 Tonnen pro Quadratmeter aushalten.
Damit es noch stabiler wird, machen wir jetzt abwechselnd hier immer einen Hochkant und einen Querhain. So, das Dach ist fertig. Ich würde sagen, wir sind bereit fürs Richtfest. Wir haben bei unseren Eltern auf dem Dachboden hier diesen coolen Kronleuchter gefunden. Nochmal vielen Dank dafür. Den bauen wir jetzt auch unten ein, damit die da ein bisschen Licht drin haben. Die sind jetzt schon alle da drin. Der Sinan spielt schon Klavier, wie man hört. Ich glaube, die brauchen unbedingt mal ein bisschen Sauerstoff. Ja. Gib mal Gas hier! Ey, wollen wir hier ein Feuer machen oder wollten wir grillen? Wir bauen jetzt noch einen Schacht für das Ofenrohr. Nachher benutzen wir hier dann auch ein isoliertes Ofenrohr, damit der Schacht nicht zu heiß wird. Dann können wir das außen richtig gut mit der Teichfolie abdichten. Wir machen jetzt hier in die Ecke nochmal ein Loch in die Decke. Als Lüftung, das hattet ihr auch ganz oft in den Kommentaren geschrieben, dass wir da drin genug Sauerstoff haben. Und außerdem wird es auch unser Notausgang, falls es mal irgendwie einstürzt oder so. So, wir füllen jetzt die erste Schaufel Erde ein. Das ist auch die erste Schaufel, die ich in meinem Leben bagger. Bevor wir es jetzt zuschaufeln, machen wir noch das Vlies hier drüber. Das schützt die Teichfolie so ein bisschen vor Steinen und Wurzeln und so. Im nächsten Video kommt dann auf jeden Fall die große Roomtour hier. Ich bin schon mal echt gespannt, wie das dann am Ende wird. Da brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit, weil es richtig schön werden soll. Ja, wenn ihr uns hier auf unserem Kanal unterstützt, würden wir uns auf jeden Fall mega freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.